Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich bin hier in Nordhorn auf dem Sportgelände des VfL Weiße Elf Nordhorn. Aber ich bin gar nicht zum Trainieren hier. Ich bin mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Silvia Fries aus Nordhorn hier. Wir wollen uns bedanken. Bei wem denn? Bei Volker Friese. Warum? Was macht er hier? Weil Volker Friese die Person ist, die da auftaucht, wo irgendwas mit Sport in Nordhorn passiert. Er ist aktiv im Verband, im Vorstand, engagiert sich immer wieder für neue Jugendliche, leitet Freizeiten, internationale Jugendbegegnungen, macht alles, was irgendwie klasse ist, damit Jugendliche Lust haben, mitzuarbeiten. Jetzt gerade ist er ja auch oben und plant schon mit ein paar anderen Jugendlichen wieder neueste Neuigkeiten. Ich würde sagen, da gehen wir hin und überraschen. Das tun wir. Gut. Hallo. Wir stören hier mal. Kommen Sie mal zu uns, Herr Friese. Wir sind gar nicht wegen dem VfL heute hier. Wir sind wegen Ihnen hier hingekommen, weil wir gehört haben, dass Sie hier alles Mögliche machen. Und deshalb sind Sie in dieser Woche unser Held des Alltags. Oh, vielen Dank. Das ist jetzt immer eine Überraschung, weil wir eigentlich jetzt hier gerade vom Junior-Team eine Besprechung haben. Und das kommt jetzt wirklich wie vom Himmel gefallen sozusagen. Ja, vielen Dank. Frau Fries, Sie haben gesagt, da muss unbedingt mal eine Ehrung geschehen. Warum war Ihnen das wichtig? Weil Volker Friese ein gelungenes Beispiel dafür ist, dass es eben nicht stimmt, dass junge Menschen sich nicht engagieren wollen. Er schafft es ganz vortrefflich, diese jungen Menschen so einzubinden, dass sie Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, sich zu engagieren und damit neben all dem ganzen Guten auch eine tolle Erfahrung für ihren Lebenslauf machen. Sie machen hier ja wirklich alles Mögliche, auch jetzt hier eben Nachwuchsförderung. Warum setzen Sie hier so viel Zeit rein? Ja, weil ich es einfach wichtig finde, junge Leute irgendwie ans Ehrenamt ranzuführen. Und ich denke mal, das Ehrenamt ist eigentlich die Zukunft für den organisierten Sport. Und sonst ohne Ehrenamt geht das gar nicht. Und ich bin damals relativ früh ans Ehrenamt rangeführt worden und mir hat es nicht geschadet. Und es macht Spaß und darum mache ich das eigentlich auch weiter. Ihr seht, helfen ist eine ganz tolle Sache. Also seid doch auch dabei bei Niedersachsens Helden des Alltags. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Unser Herz schlägt für Niedersachsen.